Wie schmal ist denn die Grenze zwischen der Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit und dem, wo Menschen oder auch die Politik bereit ist, Einschränkungen vorzunehmen? Ja, das sind eigentlich genau die beiden Seiten, die der Mensch hat. Wir sind als Menschen zur Empathie befähigt. Wir sind also in der Lage, Erfahrungen durch die Augen anderer zu machen. Und diese Befähigung ermöglicht uns eigentlich, empfänglich für das Leiden anderer zu sein. Gleichzeitig haben wir eine einzigartige Befähigung, andere aus der Gültigkeit der Rechte, die wir für uns beanspruchen, auszugrenzen, und zwar auf der Basis im Grunde x-beliebiger Merkmale. Das kann Hautfarbe sein, das kann geschlechtliche Orientierung sein, das kann Herkunft sein, das kann Religion sein. Es reicht sehr wenig, was aktiviert werden kann, um den anderen nicht mehr das zuzusprechen, was wir für uns beanspruchen. Und das ist natürlich Aufgabe einer Gesellschaft und auch eines Staates, dafür zu sorgen, dass dieses Ausgrenzungspotenzial, was wir natürlicherweise haben, nicht zusätzlich noch aktiviert wird. Gehen wir mal zurück auf das, was seit 2001 in den USA passiert ist und außerhalb der USA. Da gab es einen sogenannten Kampf gegen den Terrorismus, einen Kampf gegen den Terror. Da haben die Amerikaner, die US-Amerikaner entschieden, wir werden von außen bedroht, wir müssen darauf reagieren, das ist eine Art Krieg. Damit wurde dann auch legitimiert und legalisiert, denn vom Präsidenten Bush stammen diese Legalisierungen, also die Unterschriften, dass man mit Unmenschlichkeit Menschen behandeln darf, um angeblich das eigene Volk zu schützen. Also der Krieg gegen den Terrorismus ist eigentlich viel älter als der 11. September. Er geht zurück auf Ronald Reagan, der genau mit diesem Konzept Krieg gegen den Terrorismus das als eine Art Strategie zur Durchsetzung politischer Ziele, weil der Krieg gegen den Terrorismus ja nicht ein Krieg ist im echten Sinne. Es gibt keine Kriterien, wann er beendet sein könnte. Er ist ein Krieg, der eigentlich unendlich lange fortsetzbar ist und der in einer Art rechtsfreiem Raum stattfindet. Das mag aus Sicht eines Staates ein sehr machtvolles Instrument sein, aber es ist für die Entwicklung, die wir haben mit universellen Menschenrechten, in der Tat eine fatale Entwicklung.